Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You trying to survive. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Was geht, lädt ab, Armenarin? Slavic. Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Game in Roblox, was mir tatsächlich nicht vorgeschlagen wurde. Ja, ich habe selber entdeckt, ja, wie ich das Game herausgefunden habe oder wo ich es gesehen habe. Wer das spielt, schaut in die Videobeschreibung. Der Bruder ist verlinkt natürlich. Wenn ich dran denke, wenn nicht. Genau, Leute, was geht? Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seid gut drauf. Ich hoffe, ihr habt Bock heute. Wir fahren nämlich heute die Linie 24 von Gerrotere. Keine Ahnung, ob man das so ausspricht. Nach Foredetta Atura. Atura. Keine Ahnung, der juckt mich auf. Ne? Ich würde sagen, wir stellen uns gleich auch mal an die Haltestelle, würde ich sagen. Ich hoffe, da ist noch eine frei. Ja, hinten ist noch eine frei. Deswegen, ich würde sagen, wir stellen uns auch mal ran da an die Eule. Dann würde ich sagen, fahren wir hier. Wir stellen uns hier hin. Und dann lassen wir den Lachs gleich mal rollen hier, ne? So, blinken nicht vergessen. Ohne blinken. So, gibt's halt Unfall. Ja. Stellen wir uns hier nochmal ran. Machen nochmal Pause, wählen immer die Linie aus, bam. Ja gut, der Punkt ist halt jetzt da, ich weiß, aber das ist halt, weil anscheinend so gesehen der Punkt für diesen kompletten Start hier gesetzt ist. Ich weiß gar nicht, was fährt Bro? Bro fährt, keine Ahnung, was für eine Linie. Was fährt er eigentlich dahin? Kann ich nicht sehen, perfekt? So, egal. Denn wir konzentrieren uns jetzt auf unsere Linie. Ich merke gerade, wahrscheinlich ist das Game ein bisschen leise. Ich mache es mal ein bisschen lauter. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich mache es sonst mal ein bisschen leiser. So. Ich höre das ein bisschen leiser, weil mein eines Ohr ist ein bisschen, ja, kacke gerade. Ich habe eine Mücke im Ohr gestochen. Deswegen höre ich auf dem anderen Ohr gerade kaum was. Wir sagen, wir fahren um 23 Uhr los. Ganz entspannt fahren wir um 23 Uhr los. Und passt das. Machen wir hier schon mal wieder Licht an, fahren schon mal die Bremse raus und starten vor allen Dingen schon mal, starten vor allen Dingen den Motor und wir fahren los. Ich schätze mal, Bro wartet noch. Schade, dass das Game nicht so ist wie Nitbus, dass du da auch die Türen aufmachen kannst. Das will ich auch mit Türen, aber ja gut, wenn man das nicht macht, ist es immer so eine Entscheidung, ob man das halt eben machen möchte oder nicht. Ich muss aber allerdings bei dem Game sagen, ich finde die Steuerung ein bisschen komisch. Weil irgendwie, du musst halt erst fahren, damit die Reifen wieder gerade sind. Das ist für mich privat oder persönlich ein bisschen nervig. Und ja, ich nehme hier einen Bordstein mit, weil ich kann nicht fahren. Ah, aber immerhin diese ganze Warmlenker-Dingens macht er nicht. Ah, okay, Warmblinker ist auf X. Ja, das wusste ich jetzt nicht, dass der Warmblinker auf X ist. Kein Plan, wie schnell ich hier fahren darf. Haben wir schon 500 Dollar oder Euro, sage ich jetzt mal, verdient. Ich hatte das Spiel nämlich schon getestet vorhin. Und hab mal geguckt gerade, was für einen Bus ich denn haben möchte. Und der Bus, den ich haben will, kostet, glaube ich, 28.000 oder so. Das ist ein Mercedes-Bus. Ich glaube, Mercedes C1G oder C1U, irgendwie so. Ich kann euch den Bus ja nachher mal noch mal zeigen, wer ich nicht da meine. Für diejenigen, die es interessiert. Aber ansonsten, ich muss ehrlich gesagt sagen, das Game ist gut gemacht. Ich finde auch das hier ganz cool, dass man sich hier, dass man hier die Route angezeigt bekommt. Ist ganz cool gemacht. Und die Straßen sind natürlich ein bisschen eng, deswegen, ich glaube, Lenkbus werde ich mir nicht holen.
Weil ich weiß da gar nicht, ich glaube der Bus, den ich mir sogar holen möchte, ist sogar ein Gesamtbus. Deswegen macht die Aussage, hat die Aussage gerade keinen Sinn gemacht. Oh, ah, woher kommt dieser LKW jetzt? Steht hier einfach ein LKW. Ey, man kann auch Autos fahren in dem Game. So, ihr könnt euch auch ein Auto holen. Ist auch ganz cool eigentlich, wenn man gerade keinen Bus fahren will vielleicht, dann kann man sich einfach kurz mal ein Auto gönnen. Ist auch mal ganz cool. So ein bisschen, da kann man so ein bisschen die Welt erkunden, sag ich jetzt mal, die Map erkunden. So, nicht wundern, diese FPS da oben, die sind einfach nur für mich da, um zu sehen, ob das alles passt mit OBS und so. Ob das passt im Spiel. Ich habe ja bei OBS eine FPS-Anzeige und hier jetzt im Spiel gerade eine FPS-Anzeige. Deswegen ist es gerade eigentlich ganz gut, dass die beiden Sachen gerade an sind. So kann ich nämlich sehen, okay, das Game lädt nicht und ich kann es öfter aufnehmen. Vor allen Dingen kann ich dann, weiß ich auch, dass ich dieses Video hier hochladen kann. So, jetzt können wir hier mal ein bisschen durchziehen mit 70. Scheint so zäh da hinten auch schon das Ende. Ah, tatsächlich, hier ist auch schon das Ende tatsächlich. Erstmal eine Kurzlinie. Können wir die eigentlich nochmal zurückfahren? Weg ich mal aus, bam. Genau, und dann geht es jetzt eigentlich wieder zurück. So, aber wir machen kurz Pause. Ich würde sagen, wir fahren um 45, können wir weiterfahren. Fahren wir wieder los. Okay, irgendwie habe ich mir diese Kurve hier schwer. Gut, vielleicht mit dem Gelenkbus wird die Kurve noch ein bisschen anspruchsvoller sein. Klar, logisch. Dann ist sie wahrscheinlich noch mal gut anspruchsvoller. Weil größerer Bus und dann so eine Kurve, natürlich ist es dann wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Jetzt macht der draußen Krach am Rhein. Ja, da auf mit dieser Krach, Mann. Also ich werde natürlich die anderen Linien auch noch aufnehmen. Gar keine Frage. Vielleicht kommen auch irgendwann noch mal welche dazu. Ich glaube, man hat auch andere Linien, wenn man einen anderen Bus hat. Ich glaube, je nachdem, was mit dem Bus man fährt, hat man, glaube ich, auch andere Linien noch. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß es nicht. Falls ihr das Game spielt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob man, je nachdem, was für ein Bus man fährt, oder... Puh! Ich wurde geblitzt. Je nachdem, was für ein Bus man fährt, eben, eine andere Route auch haben kann. Das würde mich mal interessieren. Ach, ich bin zu schnell gefahren, das sind nur 30? Bruh. Machen wir einfach kurz so. So, fahren wir hier mal rum. Ein auf Fahrt abschließen. Ja, Leute. Also, Leute, dann würde ich sagen, war es mit dieser
Ja, mit dieser Linie, mit der Linie 24. Wenn ihr Bock habt auf die anderen Linien, dann lasst es mich sehr gerne wissen mit einem Like. Beziehungsweise schreibt einen Kommentar. So, nicht. Ne? Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ich die anderen Linien auch noch hochladen soll. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüssi. His heart is cold.